Wir wollen aber mal so ein bisschen den Blick wenden von dem, was gestern gesagt worden ist, getan worden ist, wie die Zahlen gestern waren, zu den Konsequenzen heute. Und grüße deswegen sehr herzlich Erhard Schärfer, der sich kümmert um die SPD. Schönen guten Morgen. Und der Lars Klingbeil im Interview hat. So ist das. Vielen Dank, Michael Kroons. Ja, gestern ist hier noch gefeiert worden. Relativ lange. Erst ein wenig im Atrium, dann vor dem Atrium in der Durchfahrt hier im Willy-Brandt-Haus und auf der Straße. Und dann hat man sich noch mal ein wenig in die dritte Etage zurückgezogen und hat auch da noch ein klein wenig gefeiert. Ich unterstelle mal, dass für alle Beteiligten bei dieser Bundestagswahl die Nächte relativ kurz gewesen sind. Aber wir können es auch direkt nachfragen, nämlich an Lars Klingbeil. Aber ich will erst mal die einfachste Frage des Tages stellen. Wann haben wir den nächsten Bundeskanzler? Olaf Scholz hat gestern ganz klar gesagt, die nächste Weihnachtsansprache möchte er halten, die Neujahrsansprache möchte er halten und das wollen wir doch erfüllen. Er möchte. Schafft das auch? Ich gehe davon aus. Olaf Scholz hat vor ein paar Wochen gesagt, er will Bundeskanzler werden. Da ist er belächelt worden. Er hat gesagt, wir wollen auf Platz 1. Da ist er belächelt worden. Also das haben wir geschafft mit Platz 1 und deswegen gehe ich davon aus, das andere kriegen wir jetzt auch hin. Aber Bundeskanzler ist er trotzdem noch nicht, weil es dann noch einen Kandidaten gibt, der zwar dramatisch verloren hat gestern oder sagen wir zumindest deutlich und trotzdem den Anspruch erhebt, Bundeskanzler werden zu wollen. Wie finden Sie denn dieses Manöver? Also das ist schon erstaunlich, dass Armin Laschet bei diesem historisch schlechten Wahlergebnis, wo er ja auch als Kandidat abgestraft wurde, dass er einen Anspruch auf das Kanzleramt erhebt. Die Union hat sich radikal verändert in der Zeit nach Angela Merkel. Man guckt auf die Maskendeals, man sieht, dass die Tür für jemanden wie Hans-Georg Maaßen aufgestoßen wurde. Die Union hat einen völlig inhaltsleeren Wahlkampf geführt, hat nur mit Schmutz geworfen die ganze Zeit. Und da bin ich wirklich gespannt, ob FDP und Grüne mit einer Partei, die so deutlich verloren hat, wenn man mit denen ernsthafte Gespräche führen wird. Wie wird das denn überhaupt ablaufen in den nächsten Tagen? Gibt es da aus SPD-Position heraus schon eine Strategie? Gibt es über wer wann mit wem redet jetzt? Nein, wir werden das heute in den Gremien, wir haben Präsidium, Parteivorstand, da werden wir das beraten. Klar ist, die SPD hat gestern die Wahl gewonnen. Das ist auch ein deutlicher Vorsprung, den wir zur Union haben. Und wir sehen ja auch nochmal in den persönlichen Werten, dass die Menschen wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Er ist derjenige, dem sie vertrauen, wo sie sagen, der soll das Land führen. Und deswegen werden wir jetzt sehr zügig denn zu Gesprächen einladen. Aber in welcher Reihenfolge, wann das sein wird, das werden wir heute in den Gremien besprechen. 1,5% sind jetzt nicht so ein gigantisch großer Vorsprung, finde ich. Ja, aber Herr Schärfer, wenn man guckt, wo wir herkommen, nochmal, vor ein paar Wochen standen wir abgeschlagen auf Platz 3, 13, 14%. So, dann hat die SPD angefangen zu kämpfen. Olaf Scholz hat überzeugt. Und wenn sich die Balken gestern angucken, dann sieht man ja auch, es gibt einen, der geht ganz weit runter und es gibt drei Balken, die gehen hoch. Und ich finde, das ist schon in Ordnung, wenn die drei Parteien dann jetzt erstmal vernünftige Gespräche miteinander führen. Jetzt ist im Raum gestern geäußert in der großen Runde vom FDP-Vorsitzenden Lindner, dass man möglicherweise zunächst mal mit den Grünen sprechen will. Also die beiden, die entscheidend sein werden für die künftige Dreierkonstellation, die es ja geben muss, dass die sich erstmal unterhalten. Was halten Sie denn davon? Also die SPD hat gestern den Regierungsauftrag bekommen. Wir sind stärkste Kraft geworden. Wir sind die stärkste Fraktion im Parlament. Olaf Scholz hat die größten Kompetenzzuschreibungen, hat die größten Beliebtheitswerte. Und daraus leiten wir ab, dass wir jetzt zu Gesprächen einladen werden. Und die werden wir jetzt führen. Gut, das können Sie ja machen. Nichtsdestotrotz ist ja auch möglich, dass tatsächlich FDP und Grüne erstmal sich zusammensetzen und da schon mal gemeinsam die Lage sondieren. Das ist ja ein Verfahren, das kann ich ja nicht verbieten, das kann ich nicht verhindern. Aber nochmal, ich gehe davon aus, dass auch FDP und Grüne sehen, dass es gestern einen Sieger gibt, dass es einen Wählerwunsch gibt, auch wer eine künftige Regierung anführen soll. Und dass man diesen Wunsch der Wählerinnen und Wähler, dass man den noch respektiert. Aber die Frage ist ja, wie finden Sie dieses Verfahren, dass, wenn das tatsächlich so kommt, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, FDP und Grüne tatsächlich erstmal gucken und ausloten, mit wem sie möglicherweise mehr durchsetzen können? Ich habe nicht zu beurteilen, mit wem welche Partei gerade Gespräche führt. Nochmal, ich kann nur sagen, es gibt einen Auftrag der Wählerinnen und Wähler, den die uns gestern allen Parteien mitgegeben haben. Und das klare Votum lautet doch, Armin Laschet will man nicht im Kanzleramt, Olaf Scholz will man im Kanzleramt. Und ich bin gespannt auch, mit welcher Begründung dann FDP und Grüne beispielsweise in Gespräche mit der Union eintreten. Ein rot-grün-rotes Bündnis ist rechnerisch ausgeschlossen. Das heißt, es fehlt so ein bisschen auch das Druckmittel, in Anführungszeichen, für zukünftige Verhandlungen. Die Frage ist ja, wo sind bei der SPD die sogenannten roten Linien bzw. die Punkte, die unumkehrbar sind, mit denen Sie in eine Koalition gehen werden? Olaf Scholz hat sehr deutlich gemacht, für ihn ist ein ganz wichtiges Thema die Frage 12 Euro Mindestlohn. Das wollen wir durchsetzen.
Ein wichtiges Thema ist auch, kommen wir im Bereich des Wohnungsbaus voran? Also wir haben große Probleme, gerade in vielen großen Städten, aber auch im ländlichen Raum, was bezahlbares Wohnen angeht. Das sind zwei Themen, die für uns sehr, sehr wichtig sind als SPD, wo wir auch sehen, dass viele Menschen wegen dieser beiden Themen uns das Vertrauen gegeben haben. Und insgesamt, muss man sagen, hat die künftige Regierung große Aufgaben, die vor uns liegen. Also es geht ja um Umbruch, der gerade nach 16 Jahren Merkel da ist. Es geht um die Frage Staatsmodernisierung. Es geht um Digitalisierung. Es geht um den ganz wichtigen Bereich des Klimaschutzes, wo in den nächsten 4 Jahren substanziell wir was schaffen müssen. Das sind große Aufgaben. Und ich glaube, wenn jetzt Gespräche stattfinden zwischen Parteien, muss man sich erstmal darauf einigen, ob alle diese großen Ziele sehen, ob alle auch sagen, da muss jetzt wirklich was passieren. Also es braucht eine Regierung, die anpackt bei den großen Themen. Jetzt habe ich die Finanzierung dieser schönen Pläne vermisst. Und auch das war Thema im Wahlkampf bei der SPD. Beispielsweise Vermögensteuer war ein Thema, aber auch die Erhöhung der Spitzensteuersätze, die haben Sie jetzt nicht erwähnt. Sind das jetzt nicht mehr unumstürzbare Positionen? Na, erstmal haben wir ja sogar gesagt, wir wollen für 95% der Menschen Steuern senken in diesem Land. Wir wollen gucken, dass Menschen entlastet werden. Ich glaube, auch da stellt man schnell eine Einigkeit her. Und was aber der wichtigste Punkt war in der ganzen Frage Finanzierung ist, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen Zukunftsinvestitionen. 50 Milliarden Zukunftsinvestitionen, die am Ende sein müssen. Und wir haben ein Programm vorgelegt, das durchgerechnet ist. Mit dem gehen wir jetzt auch in die Verhandlungen rein und werden da mit den anderen sprechen. Und wenn wir über die FDP beispielsweise sprechen, dann verstehe ich überhaupt nicht, wie man den Schwerpunkt setzen kann bei einer Abschaffung des Solidaritätsbeitrags. Solidaritätszuschlag für 10 Milliarden sind das, die Topverdiener entlastet werden. Aber dieses Geld würde ich lieber in Zukunftsinvestitionen im Bereich Klimaschutz, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Staatsmodernisierung stecken. Aber das sind konkrete Gespräche, die man jetzt untereinander mit den Parteien dann führen wird. Erhöhung Spitzensteuersatz muss also nicht zwingend sein. Verstehe ich das jetzt richtig? Wir wollen das als SPD. Wir sagen, das ist auch die Möglichkeit, um dann 95% der Menschen zu entlasten. Die Grünen sagen das auch. Und jetzt gucken wir mal, wie die Gespräche denn konkret laufen. Die SPD hat sich ausgezeichnet in den vergangenen mehr als 12 Monaten durch das, was man gemeinhin Geschlossenheit nennt. Es hat keine öffentlichen Diskussionen gegeben über den Kurs. Es hat keine öffentlichen Diskussionen gegeben über das Personal, weder bezüglich des Kanzlerkandidaten als auch der beiden Vorsitzenden. Wie lange geht das gut oder wie lange hält das an, wenn es jetzt ans Eingemachte geht, wenn jetzt für eine Regierung unter einem Bundeskanzler Scholz auch Positionen möglicherweise geräumt werden müssen aus den bekannten Kompromissgründen, wie wir es ja eben auch schon angesprochen haben. Also Koalitionen bestehen immer aus Kompromissen, aber trotzdem haben wir deutlich gemacht, was wir wollen. 12 Euro Mindestlohn ist ein ganz wichtiger Punkt und die Geschlossenheit, die man erlebt hat in der SPD, die ist ja echt. An der haben wir hart gearbeitet. Das war nicht immer so in der SPD in der Tat, aber jetzt die letzten 12 Monate hat man das gemerkt. Es ist an vielen Stellen, hat sich das bewährt, ist auf die Probe gestellt worden. Wir haben es immer wieder auch geschafft, diese Geschlossenheit zu halten. Und das werden alle auch die nächsten Monate erleben, dass es so weitergeht. Da gucken wir natürlich drauf. Geben Sie uns abschließend einen kurzen Einblick in Ihr Arbeits- und Seelenleben der vergangenen, sagen wir mal ruhig, 5, 6 Monate. Wie war das für Sie? Spannend, anstrengend und ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass es gestern dann vorbei ist und bin dankbar für das, was ich erleben durfte. Ich meine nochmal, wir haben aufgeholt, ich war im ganzen Land unterwegs, ich habe erlebt, wie die Partei motiviert ist, wie Leute zu uns zurückgekommen sind, die wir in den letzten Jahren noch verloren haben. Es standen wieder Menschen an den Infoständen, die uns 2005, 2009 nicht mehr gewählt haben und das ist ein ganz großes Privileg, dass Menschen uns Vertrauen wieder geschenkt haben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, für die SPD unterwegs zu sein in den letzten Wochen. Wäre Ihnen eine kurze Pause jetzt lieber oder kommt jetzt die zweite Luft im Hinblick auf mögliche Koalitionsgespräche? Also so 1, 2 Abende, die ich mal zu Hause mit meiner Frau verbringen könnte, wären schon ganz gut. Danke. Lars Klingbeil mit einem auch persönlichen Einblick in die vergangenen Monate und vielleicht in die kommenden Monate. Das kann sich ja durchaus ziehen. Das war es erstmal von uns. Wir melden uns bei nächster und passender Gelegenheit wieder. Erstmal zurück zu Michael Kronz.